Hi, ich bin Saki. Ich habe euch ja bereits den genialen Schlafsack Biopod Downwool Sub-Zero 185 von der Firma Grürzibeck vorgestellt. Und heute habe ich noch eine coole Zusatzoption für all diejenigen, die schnell im Schlafsack frieren. Das, was ich hier in meiner Hand habe, das ist Fita the Feet Heater. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Isolationshüftsack, den man mit in den Schlafsack hineinnimmt. Und am Biopod Downwool Sub-Zero 185 sind dafür innen extra mehrere Befestigungsschlaufen, damit man den Fieter mit dem Schlafsack verbinden kann, damit das Ganze nicht verrutscht. Und ich werde den Fieter jetzt als allererstes mal direkt im Schlafsack einbauen. So, jetzt habe ich ihn fertig eingesetzt. Der Fieter besteht aus atmungsaktivem Softtouch-Polyester, das sich auch sehr angenehm anfühlt. Und er besitzt ein Gesamtgewicht von 700 Gramm. Was? 700 Gramm für ein Schlafsack-Inlet? Ja, richtig gehört. Und das ist auch nicht wenig. Aber dieses Ausrüstungsteil hier ist auch nichts für die Ultraleicht-Freunde unter euch, sondern wie eingangs eben gesagt, für diejenigen, die schnell im Schlafsack frieren. Und wärmen kann der Fieter wie kein anderer. Denn zum einen hat er eine schöne eigene Isolationsschicht. Ich habe eine zusätzliche Schicht um mich herum im Schlafsack. Das macht schon mal eine ganze Menge aus. Und zum zweiten, und das ist wirklich der Hammer, besitzt der Fieter eine eingebaute Elektroheizung. Ja, auch jetzt wieder richtig gehört. Der Fieter hat im Fußbereich ein Heizelement der Firma Alpenheat verbaut. Von hier unten führt ein Kabel nach oben bis hin zu dieser Tasche. Und wenn man hier mal hineinschaut, dann findet man darin einen USB-Anschluss. An diesen kann ich eine handelsübliche Powerbank anschließen und schon wird es mollig warm im Schlafsack. Gesamtheizdauer bei einer Powerbank mit 5000 mAh ca. 1,8 Stunden und bei einer Powerbank mit 10.000 mAh ca. 3,6 Stunden. Die Heizfläche beträgt 520 Quadratzentimeter. Das Wärmeelement heizt maximal mit 45 Grad und Grürzibeck empfiehlt, das Heizsystem jeweils eine Viertel bis eine halbe Stunde laufen zu lassen. Natürlich während man bereits im Schlafsack liegt. Die Wärme wird im Innern des Schlafsacks gespeichert, wie die Körperwärme ja auch. Und durch die extra Stoffschicht des Fieters wird die Gesamtisolation des Schlafsacks natürlich auch noch einmal erhöht. Also eine coole Zusatzwärmeoption oder in diesem Fall wohl eher eine heiße Zusatzwärmeoption für all diejenigen, die gerne eine zusätzliche Heizquelle zur Sicherheit mit dabei haben wollen. Mann, ist das kuschelwarm hier drin. Und der Fieter ist sogar inklusive aller Kabel bei 30 Grad waschbar. Was es nicht alles gibt, oder? Die Bezugsadresse findest du eingeblendet und natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Macht's gut!